Vengard, die Hauptstadt des Königreiches Myrtana. Während die Heermassen der Orks vor den Mauern der Stadt warten, üben sich in der Burg des Königs die Streiter Innos, die Paladine, in ihren Waffen. Der Klang ihrer Schwerter ertönt hell zwischen den Mauern, und die Armbrustschützen der Ritter üben sich täglich, um ihre Treffsicherheit für den Kampf zu erhöhen. Im Obergeschoss des großen Turmes der Burg aber suchen die Feuermagier des Königs verzweifelt nach einem Mittel, um den Sieg der Orks zu verhindern. König Roba, der in schweren Gedanken versunken in seinem Thronsaal sitzt, wartet vergeblich auf Lord Hagen, den er schon vor langer Zeit nach Korinis gesandt hatte, um das notwendige magische Erz zu besorgen. Ohne dieses können die Schmiede des Königs nicht mehr die starken Schwerter schmieden, mit denen das Heer des Königs den Orks bisher überlegen war. Draußen aber auf dem Platz vor dem großen Thronsaal wartet Lord Baldwin mit seinen beiden Beratern Gernot und Ganelon. Der König ließ ihn rufen, um ihm eine wichtige Mission anzuvertrauen. Die Lage ist verzweifelt. Alle Städte auf dem Festland sind in den Händen der Orks. Nur die Hauptstadt konnte bisher vor dem Fall bewahrt werden. Aber wie lange? Wann wird auch Vengard in die Hand des Feindes fallen? So übergibt der König, umgeben von seinen Beratern, Lord Baldwin eine geheime Order. Der Lord soll sich auf dem einzig verbliebenen Schiff der einstmals mächtigen königlichen Flotte, dem Kriegsschiff Albatros, auf den Weg machen, um das Königreich aus seiner verzweifelten Lage zu retten. Doch was soll ein Schiff mit einer kleinen Besatzung gegen den mächtigen Feind unternehmen? Die geheime Mission des Königs bleibt den Umstehenden verborgen. Sie sehen nur, dass Baldwin vor dem König niederkniet und ihm schwört, dass er alles tun wird, um die Mission, die man ihm anvertraut hat, zu erfüllen. Dann verlässt der Lord schweren Schrittes mit seinen beiden Begleitern wieder den Thronsaal, um zu seinem Schiff zu gelangen, das im Hafen von Vengard auf ihn wartet. Der Anker wird gelichtet, die Fahrt ins Ungewisse kann beginnen. Lord Baldwin aber fragt sich, ob er die Mission des Königs überhaupt erfüllen kann. Da hören die Seeleute den Befehl, die erste Etappe ihrer Fahrt anzusegeln. Athanos, eine Insel mit einer gewaltigen Festung. Eine der letzten Bollwerke im Myrtanischen Meer, die den Rittern des Königs im jahrelangen Krieg gegen die Orks geblieben war. Hier wollten sie Proviant aufnehmen und ihre Mannschaft ergänzen. Welches Ziel die Albatros aber nach Athanos ansteuert, das wissen nur Lord Baldwin und die Götter. Ja, herzlich und willkommen zu einer neuen, großen Gothic 2 Modifikation. Die nennt sich Odyssey im Auftrag des Teufels. Gut, die ist ja schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 wurde die entwickelt. Und schauen wir jetzt mal. Und die ist jetzt auch mit dem DX11-Renderer optimiert worden. Und es ist die... Oh, jetzt fängt schon was an. Schon wieder aufstehen. Ich würde am liebsten noch weiter schlafen. Es ist hier ja sowieso nichts los. Immer nur dasselbe. Wachdienst hier, Wachdienst dort. Roland macht dies, Roland macht das. Marbot weiß schon, wie er die Leute hier auf Trab hält. Aber meinen großen Traum kann er mir nicht verwirklichen. Nämlich mich zum Paladin zu machen. Natürlich, ich muss mich bewähren. Das sehe ich auch ein. Und das will ich auch gerne tun. Aber hier auf Athanos, auf diesem ruhigen Außenposten, am Ende der Welt? Unmöglich. In ganz Myrtana und auf den großen Inseln wird gegen die Orks gekämpft. Aber hier? Marbot sagt zwar immer, dass die Seefestung Athanos von großer strategischer Bedeutung ist, aber davon scheinen die Orks bisher noch nichts gehört zu haben. Während des ganzen bisherigen Krieges keine einzige Belagerung. Jetzt steht das Heer der Orks schon vor der Hauptstadt Vengard, dem letzten Bollwerk der Menschen im Myrtana. Aber was tut Marbot mit seinen Paladinen dagegen? Nichts. Lieber will er auf seine blöde Festung aufpassen. Seine Vorgesetzten hätten ihm gesagt, er solle auf seinen Posten ausharren. So ein Blödsinn. Wenn ich Kommandant wäre, würde ich das nächste Schiff, das hier einläuft, nehmen und Vengard unterstützen. Aber wer hört schon auf einen einfachen Soldaten? Okay. Das war schon mal hier die Intro-Geschichte.
Guck mal gleich mal ins Logbuch. Paladin. Ich will Paladin werden, doch bisher hatte ich in der Festung Athanos keine Möglichkeit, mich zu bewähren. Kein Wunder. Während des ganzen Krieges ist hier so gut wie nichts geschehen. Ich muss unbedingt einen Weg finden, um hier wegzukommen. Ja, das ist natürlich... also, ich habe es vor ein paar Jahren mal angezockt. Und war natürlich in alten... In der alten das Gothic hätte ich dir vorher sagen können. 1 Grafik. Und jetzt hat sich natürlich ziemlich viel geändert. Das ist, glaube ich, eine 1.1 Version. Das ist jetzt hier die 2.4 Version. Ich habe die Einstellung Mittel genommen. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles kriegen. Gut, ich kenne die ersten Quests schon. Das ist klar. Nehmen wir Brot, Schlaf, Vergessen und Wurscht. Lootwurst. Oh, gut. Da wird sich nie etwas. Ich glaube, die Teppiche sind auch neu, die Wandteppiche. Und dann gehen wir erstmal zu ihm hier, zum Gunther. Den müssen wir mal erstmal aufwecken, Gunther. Verdammt, was ist los? So steht es in den Heiligen Schriften. Und das eben. Ich hätte das nicht. Hallo Gunther. Halt! Bevor du ein Wort weiterredest, will ich dir eins klar machen. Und was bitteschön? Wenn du denkst, dass ich dir die Türen aufmache, dann hast du dich ganz gewaltig geschnitten. Da gibt es kein Bitten und Betteln, klar? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Was ist eigentlich hier los? Warum wurde ich eingesperrt? Das hätte ich dir vorher sagen können. Gedächtnisschwund, was? Tja, sieht ganz so aus. Na, da will ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Du hast Arrest und ich soll auf dich aufpassen. Arrest? Wieso bei Innos habe ich... Na, warum wohl, hä? Weil du wieder mal verschlafen hast. Ach ja, stimmt. Daran ist nur dieser blöde Wachdienstplan schuld. Immer diese vielen Nachtdienste. Das kann ja nicht ewig sein. Ich kann diesen Plan auch nicht leiden. Aber wie dem auch sei... Burghauptmann Bruno ist ganz schön sauer auf dich. Und du kannst von Glück sagen, dass es nicht noch dicker gekommen ist. Das sind doch alles so. Und nun kennst du den Grund. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Kann man da nichts machen? Das kann ja nicht so weitergehen. Nö, außer dass du deinen Arrest absitzt. Und wie lange habe ich Arrest? Den ganzen Tag. Vielleicht auch den nächsten, die ganze Woche. Keine Ahnung. Na toll. Genau das habe ich auch gesagt. Was hältst du davon, wenn ich dir etwas Gold für den Schlüssel gebe? Warum? Klingt aufregend. An wie viel dachtest du denn? Na, sagen wir 15 Goldstücke. 15 genau, Goldstücke? Das hab ich auch gesagt. Ich sehe schon, du willst mehr. Dann 20. Ich hatte stets in Ihnen zu lachen. Klar doch, 20 Goldstücke. Ich krieg mich kaum noch ein. Jetzt lach nicht so dämlich. Also gut, 50 Goldstücke. Das ist aber mein letztes Wort. Mann, bist du ein Witzbold. Ich hab selten so gelacht. Ja, das war wirklich gut. Es gibt doch nur noch mehr. Jetzt höre endlich auf zu lachen. Also was ist? Lässt du mich jetzt raus? Und wenn du mir 100 oder 200 geben würdest? Nein. Und weißt du warum? Weil Bruno mir das Fell über die Ohren ziehen würde, wenn ich dich vorzeitig rauslassen würde. Vergiss es, Roland, und frag mich, wenn deine Zeit rum ist. Glaubst du wirklich? Ja, aber mal gucken, ob wir ihn mal sofort rauslassen können. Nee, mich selber. Lass mich sofort raus, Gunther, sonst... Alles nur Gerüchte. Sonst was, hä? Prügele ich dir den Schlüssel heraus. Du das nicht zu fragen. Was, Roland? Du willst dich wirklich mit mir anlegen? Ist das dein Ernst? Klar. Also rück den Schlüssel raus. Jetzt mach keinen Scheiß. Also abgesehen davon, dass du sowieso keine Chance gegen mich hast, will ich dir eins sagen. Alles, was du tust, wird Konsequenzen haben. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Im Übrigen habe ich sowieso den Schlüssel nach draußen nicht, sondern nur den vom Nebenraum. So, jetzt weißt du's. Ich sollte vielleicht ein paar Stunden schlafen. Umso schneller ist der Arrest rum. Ja, das wissen wir schon mal. Das ist die Hauptquest. Arrest. Ne, das ist die Nebenquest. Paladin ist die Hauptquest. Naja, das ist ja ein herrlicher Morgen. Der Burghauptmann Bruno hat mir Arrest zugeteilt.
Arrest gegeben, da ich wieder mal den Dienstantritt verschlafen habe und Gunther als Wache zugeteilt ist. Daran ist nur dieser blöde Nachtdienst schuld. Dreimal in der Woche ist einfach zu viel. Man sollte unbedingt mal diesen Wachdienstplan ändern. Über den regen sich sowieso alle auf. Na, da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen, um hier wieder rauszukommen. Aber Gunther ist hartnäckig, er will mich nicht rauslassen. Was kann ich tun? Ich habe Gunther Gold für den Schlüssel angeboten, aber er lässt sich nicht bestechen. Gunther hat leider nur den Schlüssel zum Nebenraum, aber auch den will er nicht herausgeben. Auch Prügel scheinen ihn nicht zu beeindrucken. Vielleicht sollte ich meinen Arrest wirklich absitzen und mich erstmal ein paar Stunden hinlegen. Gut, okay, das ist jetzt wohl der Hint dafür. Also wie schon gesagt, erstmal grafisch wunderbar. Da gibt es auch neue Normal Maps. Die wurden eingeladen. Das heißt also, da wirken die Sachen hier plastischer, sieht man ja auch. Ja, die Sprachdatei 3,3 Gigabyte groß. Also, da ist mächtig was zu erzählen in der Story. Gut, aber wir sollen uns erstmal schlafen legen. So, was machen wir denn mal? Ach, machen wir bis zum nächsten Morgenschlaf. Ja, und auch die ganzen eigenen Gothic-Sounds, wie zum Beispiel diese NPC-Gespräche, die man im Hintergrund hört, auch völlig neu vertont. Richtig cool. Das war bei der alten Version nicht so. Da waren noch die alten Sprachdateien teilweise. Hey, du! Oder... Das wusste ich noch nicht. Also die alten Geschichten. Aber ich will jetzt lieber weitermachen. Gunther steht dann noch. Kann ich jetzt endlich raus? Wie? Ach so, klar kannst du raus. Dein Arrest ist rum. Dann gib mir endlich den Schlüssel. Wie gesagt, ich habe nur den Schlüssel vom Nebenraum. Der andere wird wohl nebenan zu finden sein. Aber vielleicht hast du ja Glück und jemand macht dir die Tür auf. Du findest das Ganze wohl noch witzig, was? Na komm, hat dir doch noch nie geschadet, ein paar Stunden auszuruhen, oder? Jetzt kannst du in Ruhe erkunden, was es auf Athanos so Neues gibt. Wie? Gibt es etwas Neues? Da fragst du am besten jemand anderen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Okay. Ach ja, bevor ich es vergesse. Hier ist der Schlüssel. Hm. Dann gucken wir doch mal gleich nach. Was denn jetzt? Dein Mistvieh. Tja! Ah ja, da kann ich mich da noch erinnern. Ist nicht zu holen. Da wurde auf einmal eine Ratte gespawnt. Auch sehr klasse. So, was haben wir denn alles? Wir haben unser Schwertchen, ne? Kurzschwert der Miliz, paar Äppel, Rote, Wascht, Schlüssel hier, Ruhigmannschaft, Wasser, Fackel, leere Wasserflasche, 55 Jolt. Ach ja, den habe ich noch gar nicht geöffnet. 80 Gold? Ach ja, clever. Ich habe es ja mehrmals angespielt, hier getestet. Das sind immer Zufallswerte, finde ich gut. Das erste waren glaube ich 200, dann hatte ich plötzlich nur 50, dann 100. Also Leute, das ist durchdacht. Finde ich gut. So, jetzt wollen wir mal hier reingehen. So, da schauen wir mal. Das ist ja hier dieser Schlafraum. Da wollen wir auch mal hier ein paar Sachen berauben, ausleeren, greifen, nehmen, looten. So. Und schauen wir mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah ja, das heißt also, wir brauchen irgendwie... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Auch das hier, das war immer Gothic-eigen. Eine Kiste mit Proviant. Daran kann ich mich noch erinnern. Halt! Unter der Kiste war doch was! Ah, was war denn unter der Kiste? Oh, mal rein! Schlüssel des Waffenknechts. Nein, das ist nur ein Truhenschlüssel. Aber von wem? Also ich weiß, ich brauche hier nicht großartig weitermachen. Das ist der Truhenschlüssel von meinem Zimmergenossen hier. So, Gunther. Man muss eben aufpassen, was man so. Okay, das heißt, ich müsste sozusagen an seine Truhe ran. Das werde ich aber bestimmt nicht machen, wenn er noch wach ist. Deswegen. Glaubst du? Rolands Bettchen.
Roland, das hätte ich dir vorher sagen. Okay, bei Sonnenaufschlag. Bei Sonnenaufgang wird er wahrscheinlich noch schlafen. Hier da, da schläft er. Und das Tour. Zack, 30 Gold und da haben wir einen Schlüssel für Burgmannschaft 3. So, ist das hier 1, Nebenraum ist 2 und der dritte Raum ist dort, wo wir gleich die lustigen People kriegen. So, bei der Gelegenheit werde ich den Gunther doch mal noch anhauen, wegen des Schlüssels und sagen hier... Oh, verdammt, was ist los? Ich habe hier diesen Schlüssel gefunden. Ah ja, kommt mir bekannt vor. Ist, glaube ich, vom Aufenthaltsraum. Ach nee. Du sagst es, und er war in deiner Truhe. Ach, war er das? Na sowas. Komm, gib es endlich zu. Den hast du da versteckt, oder? Na gut, ich gebe es zu, aber was stellst du dich nur so an? Es war doch nur ein kleiner Spaß unter Kameraden. War wirklich nicht ernst gemeint. So, so. Ne? Gut, okay, lass mal pennen. Ah, hier die schönen Sonnenstrahlen. Ach, man kann trotzdem noch. Okay. Er gibt keine Antworten mehr. Ergo, ich gehe nochmal in den Mannschaftsraum 2. Hier war ja alles korrekt. Und müssen wir noch hier rein. Herrlich. Jetzt sind wir hier im Mannschaftsraum. Ah ja, und das, was ich gut finde, ist Feder zum Schreiben. Das heißt also, das ist ein Schreibpult, da kann man Sachen aufschreiben. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich habe das noch nicht, vor ein paar Jahren noch nicht lange gespielt. Nur bin, glaube ich, bis zu einer Insel gekommen. Und dann wusste ich nicht mehr weiter. Brief schreiben zum Beispiel. Gut, okay, dann brauche ich bestimmt noch Blatt Papier und Tinte wahrscheinlich. Gut, aber hier kann man mal wieder schön Sachen. Doppelte Apfel. Mhm. Vielleicht sollte ich mal das Proviantpaket öffnen. Das Pilztabak, doppelter Apfel und okay, da haben wir wieder ein bisschen was. Irgendwas Besonderes. Okay, Schlüssel des Waffenknechts. Naja. Gut, das ist immer noch Schlaf und Vergessen. Gut, dann wollen wir mal speichern an dieser Stelle. So, und da hinten ist wieder ein schöner, kräftig gedeckter Tisch. Mit Milch. Mit Wasser? Nee, Wasser. Okay, Wasser. Apfel. Hinz. So, dass es ein bisschen besser geht. Da sind Hinz und Kunz übrigens. Okay, starten wir mal den Dialog oder den Trialog, besser gesagt. Hey du! Also bei Hinz gibt noch nichts. Hallo, kann ich dich was fragen? Nein, frage besser, Hinz. Hey du! Hallo, kann ich dich was fragen? Nein, frag lieber Kunz. Ich habe Hinz gefragt und er hat mir dasselbe wie du gesagt. So, na. Dann haben wir ein Problem. Und wieso? Weil er der Klügere von uns beiden ist. Ich kann dir bestimmt nicht helfen. Also versuche es am besten gleich noch einmal bei ihm. Hey! Kunz hat mich wieder an dich verwiesen. Wie? Was soll denn jetzt dieser Unsinn? Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Na, Kunz ist der Klügere von uns beiden. Ich kann dir bestimmt nicht helfen. Also, am besten sprichst du ihn sogleich wieder an. Hinz hat mich wieder an dich verwiesen. Ja, spinnt er denn jetzt total? Du musst sofort wieder mit ihm reden. Jetzt hör mir doch erstmal zu. Boah, was schreist du denn so? Ich bin doch nicht taub. Na, dann frag schon, was du wissen willst. Ich kann dir aber ganz bestimmt nicht helfen. Wie komme ich hier heraus? Ich habe mich anscheinend geirrt.
ich kann dir doch helfen. Na prima. Also nochmal, wie komme ich hier heraus? Na, durch die Tür. Wodurch sonst? Die Tür ist aber abgeschlossen. Die Tür ist zu? Tja, ich wusste doch, dass ich dir nicht helfen kann. Frag also besser Hinz danach. Ja, ja. Hey! Grunz kann mir nicht helfen. Ja und? Was fragst du mich? Wenn er dir nicht helfen kann, dann kann ich es noch viel weniger. Jetzt hör mir doch mal zu. Ich will hier raus. Einfach nur raus. Dann geh doch. Geht nicht. Die Tür ist zu. Ach so. Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Frag lieber noch mal Kunz. Ich will raus! Purple Schulz. Na, vielleicht. Na, den werden wir wahrscheinlich nicht treffen. Warum seid ihr eigentlich hier eingesperrt? Weil wir Arrest bekommen haben. Und warum? Da fragst du besser Hinz. Hey! Kunz hat mir gesagt, dass ihr Arrest bekommen habt. Na, hab ich dir nicht gesagt, dass du besser Kunz fragen sollst? Der ist nun mal der Klügere von uns. Schön. Aber warum ihr Arrest bekommen habt, konnte mir Kunz leider auch nicht sagen. Na, weil wir doch bei der Nachtwache eingeschlafen sind. Deshalb. Das hätte dir aber Kunz genauso sagen können, dass er das vergessen hat. Na sowas. Kann selbst dem Klügsten passieren. Wer hat euch denn eingeschlossen? Wer uns eingeschlossen hat? Keine Ahnung. Da sollst du besser Kunz fragen. Ja, das können eine endlose Diskussion werden. Weißt du, wer euch eingeschlossen hat? Wie? Konntet ihr das Hinz nicht sagen? Leider nein. Na sowas. Das hätte er aber wissen müssen. Das waren doch wir selber. Wie bitte? Ihr selber habt euch eingeschlossen? Ja, warum denn das? Und sag mir jetzt nicht, dass ich Hinz fragen soll. Nee, das krieg ich noch zusammen. Der Dings, der Bruno, na der Burghauptmann hat uns das befohlen. Aber da müsst ihr doch einen Schlüssel haben. Wo ist das Ding? Ja, keine Ahnung. Da fragst du besser Hinz. Hinz, richtig. Hey. Kunz hat gesagt, dass ihr euch selber eingesperrt habt. Nun, wenn Kunz das sagt, wird das schon stimmen. Und wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Na, der, mit dem ihr euch eingesperrt habt. Ach, der? Keine Ahnung. Da sollst du besser Kunz fragen. Kunz weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Jetzt streng mal deinen Grips an. Halt. Du sollst besser... Nichts da. Du denkst jetzt nach. Und zwar ohne Kunz. Richtig. Na schön. Wenn es unbedingt sein muss. Na, klingelt's? Nein, leider nicht. Meine Kehle ist auch ganz trocken. Da kann ich sowieso nicht denken. Dann trink doch was. Wasser wird mir nicht viel helfen. Aber eine Flasche Milch, das wäre schon was. Haben wir Milch? Wo soll ich denn hier eine Flasche Milch herbekommen? Keine Ahnung. Das sollst du besser Kunz fragen. Lieber nicht. Da suche ich lieber selber. Ja. Wie du willst. Ich glaube, wir haben die Milch, ne? Und zwar hier. War auch nur eine Flasche. Na, gucken wir mal. Dann werden wir mal Kind ins mal die Flasche. Milch geben. So, hier ist deine Milch. Milch, lecker. Na, das lass ich mir jetzt schmecken. Hoffentlich hilft's. Ah, das war gut. Wovon sprachen wir noch eben? Von dem Schlüssel nach draußen. Schlüssel? Meinst du etwa den hier? Was? Du hast den Schlüssel die ganze Zeit bei dir gehabt? Sieht so aus. Hatte ich aber total vergessen. Tja, da hättest du besser nochmal Kunz gefragt. Der hätte dir bestimmt helfen können. Sag mal, kannst du eigentlich auch was? Ach so. Na klar. Schon als Kind konnte ich ziemlich weit springen. Das habe ich mit den Jahren schließlich so verbessert, dass ich auch über weite Abgründe springen kann. Ah. Meine Schulkameraden haben immer Wettkämpfe mit mir ausgetragen. Aber ich habe sie alle geschlagen. Akrobatik ist wirklich eine tolle Sache und macht viel Spaß. Würdest du mir Akrobatik beibringen? Na klar, warum nicht?
5 Lernpunkte haben wir natürlich nicht. Geschweige denn überhaupt Erfahrung. Schauen wir mal. Jesus Christ's sake, what's that? Talente. Da müssen wir uns das mal erstmal durchlesen. Also Einhänder, Zweihänder, Bogen, Armbrust, Waffenmeister. Das sind ja alles völlig neue Skills. Scharfschütze, Schildparade, Schrift der Erbauer, Schwarzmagierschrift, Spruchrollen erstellen, Verwandlungszauber, Irrlicht kontrollieren, Alchemie, Giftresistenz, Gift herstellen, Klingen vergiften, Schleichen, Tiere ausweiden, Felle gerben, das finde ich toll, Schmieden, Waffen schärfen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, gut, Schwimmen, Tauchen, Suppen kochen, Bolzen herstellen, Pfeile bolzen schärfen, Feuerpfeile bolzen, Schmetterpfeile bolzen, Eispfeile bolzen, Griffpfeile bolzen, Sprengpfeile bolzen, Magiepfeile bolzen, Akrobatik, Schürfen, Edelmetallbuddler, Edelmetallbuddler, Salz, Kohle, Schwefel, Erzbuddler, Edelsteinbuddler, Goldschmied und Rüstung verbessern. Gibt es noch was? Ja, das sind Talente. Das macht Hoffnung, das macht Spaß auf mehr oder Freude. Schauen wir mal. Okidoki. Gehen wir weiter. Dann können wir den Kunst noch was fragen? Nö, der ist okay. Das war die Akrobatik. Dann gehen wir mal ganz kurz. Ne, wir gehen nicht hier rein. Ich werde nochmal Ich bin mir sicher, dass Gunther den Schlüssel irgendwo versteckt hat. Aber wo? Hä? Was war jetzt? Eine Kiste mit Proviant. Was da wohl drin sein wird? Okay, die habe ich schon alle. Und die Schlüsselgeschichten hatte ich auch. Naja, einen kleinen Fehler kann passieren. Oh, da wollte ich jetzt nicht. So, rückwärts rausgesprungen geht auch. So. Unter. Gunther, geh von meiner Freundin runter. So, also, der hat nichts mehr zu sagen. Die haben auch nichts mehr zu sagen. Also, stopp mal. War hier noch was? Nee. Gut, dann geht's weiter raus. Oh! Wird's gefährlich. Ich werde mal speichern. Ich wollte noch dazu sagen, ich habe das normale System Pack drauf. Es gibt auch eine Odyssey System Pack, aber da ist vorne ein ganz anderes Bild und sowas drauf. Ja, das sieht wie ein riesen Raum aus. Hier hängen die ganzen Rüstungen. Gucken, wer alles da ist. Herbert. Waffenknecht. Und du bist? Bruno. Für den König. Ich grüße euch, Burghauptmann. Auch ich grüße dich, Roland. Und, wie war der Arrest? Naja, war wohl verdient. Gibt es Neuigkeiten? Ja, in der Tat, Roland. Es gibt Neuigkeiten. Unerwartete Neuigkeiten. So? Was denn für welche? Lass dir das von Ralf erzählen. Für lange Erklärungen habe ich jetzt keine Zeit. Nur eins noch. Das Burgtor bleibt vorerst geschlossen. Warum denn das? Befehl von Marbot. Mehr sage ich nicht dazu. Wann bekomme ich endlich eine neue Rüstung? Wie oft soll ich es noch sagen, Soldat? Erst wenn deine Grundausbildung beendet ist, bekommst du den Rock der Waffenknechte. Die dauert aber jetzt schon einige Jahre. Du weißt genau, dass ich bisher nicht genug Zeit hatte, mich um die Ausbildung der Rekruten zu kümmern. Ständig musste ich nach Myrtana rüber, um Athanos mit den neuesten Nachrichten zu versorgen. Jetzt allerdings, wo du mich so fragst, hätte ich mehr Zeit. Das heißt, die Ausbildung könnte beginnen? Ja, und wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn du dich also schnellstens ausbilden lassen möchtest, wäre jetzt die richtige Zeit dazu da. Voraussetzung ist allerdings die nötige Erfahrung.
Ja. Respekt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Das kommt aus dem Müller. Aus dem Müllerhandwerk. Wer sein Weizen als erstes zur Mühle bringt, dem wird als erstes gemahlen. Und nicht malen vom Malen nach Zahlen. Das ist ja interessant. So, da haben wir aber noch ein Waffenknechtsche. Ja, dann haben wir hier noch was. Ach, wie lustig. Jetzt sind wir wieder hier. Haha, jetzt sind wir wieder in unserem Ursprungsraum. Ja, ich würde mal sagen, es ist schon soweit, dass wir hier den ersten Teil beenden können. Herbert nochmal ansprechen. Ach, machen wir mal. Hey Herbert, wie sieht es aus? Was macht dein Training? Was willst du, Roland? Quatsch mich nicht so blöd von der Seite an, kapiert? Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Ich wollte nur ganz harmlos fragen, wie es dir geht. Das geht dich nichts an, Alter. Kapiert? Mir geht es gut. Sehr gut. Kapiert? Doch wenn mich einer blöd anmacht, dann werde ich ganz schön ungemütlich. Kapiert? Ja, ja. Schon kapiert. Verstehe. Okay, in diesem Sinne. Ende des ersten Teils. Odyssey im Auftrag des Königs. Macht neugierig jetzt in der neuen Version 2.4. Und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Follow me. Und ich darf mich verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich freue mich, wenn ihr auch den nächsten Teil anschauen würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer David von Scouten.